Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Der achte Spieltag in der zweiten Bundesliga steht an. Bleibt immer schön sportlich fair in den Kommentaren. Gibt gar nicht viel zu sagen. Viel Spaß jetzt mit dem ersten Spiel Düsseldorf gegen Sandhausen. Was Fortuna Düsseldorf momentan spielt, ist nicht nur ergebnistechnisch, sondern auch spielerisch eben sehr, sehr begrenzt. Gegen den SV Sandhausen sollte es nun allerdings besser werden und Düsseldorf machte es auch sehr gut. Peterson dreht sich da um die Sandhäuser Verteidiger rum. Eine einfache Pirouette reicht hier, um sich eine starke Tormöglichkeit herauszuarbeiten. 1 zu 0 für Düsseldorf. Der SV Sandhausen mittlerweile auch eher so mittelmäßig drin in der Saison. Nachdem man gut begonnen hatte, hat man stark nachgelassen. Piotrowski zu Ruven Hennings. 2-0, 24. Minute. Endlich mal ein etwas überzeugenderer Auftritt der Düsseldorfer. Sandhausen aber ließ das auch zu bis dahin. Zweiter Durchgang. Sandhausen hatte jetzt endlich mal nach vorne etwas Gegenwehr zu leisten. Dennis Diekmeier zu Esswein und plötzlich war Sandhausen wieder im Spiel. 20 Minuten vor dem Ende der Anschlusstreffer. Und Düsseldorf ging nochmal die Düse. 15 Minuten noch. Über links Diego Contento. Kevin Behrens legt den quer und da ist Alexander Esswein. Der Ausgleich. Das 2 zu 0. Ein tückisches Ergebnis. Hier hat es sich mal wieder unter Beweis gestellt. Sandhausen am Ende vielleicht sogar noch etwas dichter dran an den 3 Punkten. Für Düsseldorf ist es der nächste Dämpfer. Sandhausen kann hier sicherlich zumindest Moral mitnehmen. Bei Paderborn läuft es mittlerweile richtig gut in der Saison. Zuletzt ein klares, überzeugendes 4 zu 0 gegen den SV Darmstadt. Der FC St. Pauli muss auch mal wieder gewinnen. Da steht ein Saisonsieg, zuletzt zu Hause 0 zu 3 gegen Karlsruhe verloren. Das war alles andere als zufriedenstellend. Man ist eben 17. Platz vor dieser Länderspielpause gewesen. Jetzt gegen den SC Paderborn hatte man die erste gute Möglichkeit, die von Zingele aber auch gut pariert werden konnte. Paderborn nach vorne jetzt aber auch etwas kreativer. Ingelsson. Justwan. 1-0. So schnell kann es dann auch wiederum gehen. 37. Minute. Der FC St. Pauli in der Defensive einfach zu schwach bislang in dieser Saison. Hier für Himmelmann nicht zu halten. Paderborn versucht es weiter mit Offensivspektakel. Gelang ihn teilweise auch sehr gut. Justwan zu Führich. Der muss hier in der 63. Minute eigentlich schon alles klar machen. Gut rausgespielt, gut freigespielt. Dann aber Himmelmann auch mit einer sehr guten Reaktion. Schlussphase, der SC Paderborn ließ hinten nichts mehr anbrennen. Und nach vorne auch nochmal eine Möglichkeit, das hier komfortabler zu gestalten. Ingelsson zu Justwan. Ron Schallenberg steckt durch zu Srebeni. Himmelmann noch einmal mit der Parade. Konnte hier nur Ergebniskosmetik betreiben. Es blieb nämlich bei diesem 1 zu 0. Der FC St. Pauli weiterhin mit 7 Punkten sehr weit unten in der Tabelle. Da müssen mal wieder Erfolgserlebnisse kommen. Der SC Paderborn gewinnt hier vollkommen verdient mit 1 zu 0 und bleibt weiter obendran. Holstein Kiel schlug gegen den HSV mal wieder spät zu und erkämpfte sich verdientermaßen einen Punkt gegen die Rautenelf. Hier gegen den ersten FC Heidenheim konnte man kontern. Und das war nicht das, was man sich aus Heidenheimer Sicht vorgestellt hatte. Das ist Fabian Rehse, der scheitert an Müller. Aber Jan Isera setzt nach und köpft das Ding ein. Nach 25 Minuten stand es dann 1 zu 0 für die Kieler Störche. Der SFC Heidenheim hatte zuletzt zumindest gegen Würzburg etwas Luft gut machen können. 4 zu 1 gewann man dort gegen den Tabellenletzten.
hier gegen Kiel eine deutlich schwierigere Aufgabe. Diese meisterte man aber dann doch ziemlich gut. Ausgleich Andreas Geipel in der 35. Spielminute. Ein Spiel zweier spielerisch doch gut aufgelegten Mannschaften. Zweiter Durchgang war dann spielerisch doch nicht mehr so glanzvoll. Eine Standardsituation sollte es richten und eine Standardsituation richtete es. Stefan Schimmer in der 72. Minute mit dem Führungstreffer für Heidenheim. Partie gedreht auf der Linie. Vandenberg kommt aber nur noch mit der Hand ran. Kann froh sein, dass er reingeht, sonst hätte er sich einen Elfmeter und eine rote Karte gefallen lassen müssen. Kiel kam nicht mehr nach vorne zum Lucky Punch. Heidenheim stattdessen nochmal Leipertz. Aber Gelios ohne Probleme bei dieser Schusshereingabe. Blieb beim knappen 1:2. Kiel startete besser, aber Heidenheim sicherte sich dann über 90 Minuten gesehen hinweg einen verdienten Sieg. Braunschweig bewies gegen Sandhausen Moral. Nach 2:0 Rückstand holte man sich noch verdient in der Nachspielzeit einen Punkt. Karlsruhe überzeugte beim 3:0 gegen den FC St. Pauli durch Stabilität in der Defensive und abgezockte Angriffsstärke. Hier in der Defensive war man dann aber nach 6 Minuten schon geschlagen durch Felix Groß. Eintracht Braunschweig spielt das gut und stark schnell durch. Keine Chance für Marius Gersbeck. Der KSC aber hat durchaus eine breite Brust durch diesen Erfolg am Millerntor und schlug dann schnell zurück. 13. Minute, Jerome Gondorf mit dem egalisierenden 1:1 an Dornobusch aus kurzer Distanz mit Leichtigkeit vorbei. Es wurde hier zu einem Spektakel. Braunschweig wieder. Groß bleibt stehen, hätte auch einen Strafstoß dafür bekommen können, aber er bleibt lieber auf den Beinen und bereitet das Tor so vor. 30. Minute, Patrick Kammerbauer steht da in der Mitte zu frei. Aufsetzender Kopfball hinein ins Glück. Zweiter Durchgang. Jetzt wieder der KSC am Drücker. Philipp Hofmann, Fröde zu Wanicek. 2:2, der erneute Ausgleich. 52. Minute, der KSC. Kein Spektakel. 3:0 eben gegen St. Pauli gewonnen. Vorher 3:4 verloren gegen Darmstadt. Jetzt wollte man hier am längeren Hebel sitzen. Und Hofmann treibt dann. Fröde zu Gondorf. Doppelpack vom Mittelfeldmann. 59. Minute, Partie gänzlich gedreht. Die Führung für den Karlsruher Sportclub. Konnte jetzt Braunschweig zurückschlagen. Die Möglichkeiten gab es zumindest. 70. Minute, Schlüter. Gordon, sehr schlecht geklärt. Schlüter nochmal. Und dann Kopfball von Groß. Knapp vorbei. 90. Minute, Kontermöglichkeit. Choi zu Hofmann. Ja, und Philipp Hofmann, den kennt man hier in Braunschweig, hat hier auch eine Vergangenheit. Erzielt den 4:2 Endstand. Ein super spannendes Spiel mit vielen Tormöglichkeiten endet mit dem besseren Ende eben für die Gäste aus Karlsruhe. Der Hamburger Sportverein hat jetzt zuletzt zweimal unentschieden gespielt, ist immer noch ungeschlagen, aber etwas unbefriedigt ging man dann doch durch den Last-Minute-Ausgleich gegen Kiel in die Länderspielpause. Das wollte man nun gegen den VfL Bochum wieder gut machen und machte das auch nicht schlecht. Simon Terodde, zweimal kommt er da gleich zum Abschluss. Erst scheitert er an Riemann, dann an Lambropoulos, der da den Fuß reinhält und den irgendwie übers Tor lenkt. Der VfL Bochum zuletzt 0:2 unterlegen gegen Fürth, hatte hier doch arge Probleme, die Offensivpower der Rautenelf in Schach zu halten. Simon Terodde bis dahin aber doch noch etwas glücklos. Wir springen in den zweiten Durchgang. Terodde verteilt den Ball. Khaled Naray, da ist viel Platz über rechts. Duziak hat auch das Auge dafür. Sieht
Jamra mitgelaufen. Jamra! Vom VfL Bochum gekommen vor einigen Jahren. Jetzt schlägt er zu für den HSV. Aus Spitzenwinkel sieht Manuel Riemann aber auch nicht wirklich glücklich dabei aus. Einer der wenigen Vorstöße des VfL Bochum von Lucia, dem Bochumer Captain, aber wirklich sträflich vergeben. Das war wirklich nichts und etwas sinnbildlich für den Auftritt der Bochumer. Der HSV wurde aber nicht passiv in der zweiten Halbzeit, so wie noch gegen Holstein Kiel, sondern spielte weiter nach vorne. Duziak zu Terodde. Auch er mit Bochumer Vergangenheit. 79. Minute, alles klar. Also 10 Minuten vor dem Ende. Vollkommen verdientes Resultat. Nach zwei Unentschieden gewinnt der HSV wieder, bleibt ungeschlagen. Und für Bochum heißt es erstmal Tabellenmittelfeld. Lila Veilchen gegen Lilien. Also, der FC Erzgebirge Aue gegen den SV Darmstadt. Die Darmstädter gerieten doch heftig unter die Räder gegen den SC Paderborn beim 0:4. Zudem fällt Nikolai Rapp-Roth gesperrt aus. Man hatte hier in einer chancenarmen Partie den besseren Abschluss noch auf seiner Seite, hier die Möglichkeit aber von Mendel pariert. Zu zentral dieser Abschluss. Der FC Erzgebirge Aue jetzt auch mal mit einer Tormöglichkeit durch Pascal Testro. Doch das ist auch für Marcel Schuhn im Tor von dem Gästetor. Wehrt da den Ball ab und lässt da nix rein. Zweiter Durchgang wurde es jetzt etwas besser mitnichten. Darmstadt bemühte sich zwar, aber Aue ließ auch nicht so viel zu. Beim 0:0 zuletzt gegen Hannover 96 hatte man da über 90 Minuten richtig gut verteidigt und hatte etwas Glück, dass Dux keinen guten Tag hatte. Hier ist es auch wieder ein bisschen Glück, weil Kempe nur den Außenpfosten trifft. Martin Mennel hätte sich vergeblich hier gestreckt. Noch einmal Darmstadt, Kempe, schönes Auge für Skarke. Busmann und Riese kriegen es nicht geklärt, nochmal Skarke. Aber dann auch nochmal Martin Mennel. Super Schuss, der hätte gepasst wohl direkt unter die Latte. Es blieb somit beim 0:0 für Aue etwas glücklich. Darmstadt war die bessere Mannschaft, aber schaffte es aus den wenigen Möglichkeiten auch nicht wirklich Kapital zu schlagen. Greuther Fürth schwimmt aktuell auf einer richtigen Erfolgswelle. Der SSV Jahn Regensburg, der ist im Mittelfeld doch ganz zufrieden. Aber das 2:4 zuletzt gegen den VfL Osnabrück tat trotzdem weh in der heimischen Kontinentalarena. Hier hatte Albion Vrenetzi die erste Möglichkeit gegen leicht favorisierte Fürther. Aber da wurde dann im letzten Moment noch der Fuß reingehalten. Greuther Fürth brauchte lange, um sich hier mal kreativ auszuleben. Zuletzt überrollten sie ihre Gegner mit Offensivpower. Das ist jetzt mal Raum zu Seguin. Doch kein Problem für Kunz, den zu halten. Ja, Seguin momentan bei Greuther Fürth Mann der Stunde. Heute war ihm zur Abwechslung mal noch kein Treffer vergönnt. Ernst, super Pass! Und der Treffer. David Raum mit dem 1:0 in der 51. Spielminute. Dieses Geniestück wirklich super und auch gut abgeschlossen. Konnte Regensburg nochmal zurückschlagen. Schlussphase, Stolze mit der Flanke. Sapai erstmal raus. Aber Regensburg blieb nochmal dran. Weggesser, aber so nicht. Es kam nichts mehr vom SSV Jahn. Es blieb bei diesem knappen 1:0 für Greuther Fürth. Der nächste Erfolg wieder verdient. Weiterhin die Erfolgswelle hier bei den Gastgebern. Die Würzburger Kickers haben sich bereits zum zweiten Mal in dieser Saison von ihrem Trainer getrennt. Also das ist
doch etwas fragwürdig nach gerade mal 7 Spielen. Es ist ein Punkt auf dem Tableau und defensiv sieht es auch schlecht aus. Trotz Trainerwechsel. 4. Minute. Marvin Ducksch noch der Chancentod gegen den FC Erzgebirge Aue. Hier wird er wieder erfolgreich. Grätschte rein zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle. Haraguchi mit der Flanke. Ducksch 2-0. Knoten geplatzt. Möglicherweise die Kickers hier gnadenlos unterlegen. Das war defensiv wirklich alles andere als zweitligatauglich. Aber dann konnten sie sich stabilisieren. Hannover 96 ruhte sich auf diesem Resultat aus. Und Rich Munsi brachte die Kickers wieder ran in der 40. Minute. Hannover 96 auch auswärts noch bislang ohne Punkte dastehend. Zuletzt geriet man auswärts bei Greuther Fürth mächtig ins Wanken, bekam dann eine heftige Packung ab. Und hier gegen die Würzburger Kickers schwand dann auch der Führungstreffer. Denn Salio Sané konnte ihn in der 59. Minute gänzlich egalisieren. Oder die beiden Führungstreffer von Marvin Ducksch, sie hatten nun keinen Bestand mehr. Und die Kickers, sie wollten nun mehr. Dietz. Hannover 96 wirklich wie von allen guten Geistern verlassen. Dürfte dann auch für Kenan Koschak sehr eng werden, wenn es hier nicht zum Sieg reicht. Wobei Martin Kind eigentlich vor jedem Spiel eine Sieggarantie oder eine Siegpflicht fordert. Was auch immer das soll, viel bringt tut's nicht. Lothric mit dem Abschluss. Gute Parade hier von Michael Esser. Aber Würzburg war jetzt im zweiten Durchgang wirklich die deutlich bessere Mannschaft, weil Hannover nach vorne einfach gar nicht mehr wirklich stattfand. Hägele wird auch nicht wirklich angegriffen. Dietz, schöner Pass zu Florian Flecker. 78. Minute, das 3:2 für die Würzburger Kickers. Sie drehen das Spiel und gewinnen das erste Mal in dieser Saison gegen die schwächste Auswärtsmannschaft der Liga. Hannover 96 steht nach früher Doppelführung mit leeren Händen da. Zum Abschluss des 8. Spieltags trafen der VfL Osnabrück und der 1. FC Nürnberg aufeinander. Osnabrück noch ungeschlagen in dieser Saison auf dem 2. Tabellenplatz vor diesem Spieltag. Der 1. FC Nürnberg, da läuft es alles andere als rund. Und auch spielerisch sieht es nicht so wirklich glücklich aus. Hier gab es dann eine gute Freistoßposition. Sebastian Kerk, den kennt man noch beim Club. Kerk, momentan der beste Mann bei allgemein starken Osnabrückern. Beim 4:2 gegen den SSV Jahn Regensburg erzielte er 3 Treffer. Das war der Tag des Sebastian Kerk. Hier scheitert er knapp, sonst war nicht so viel an der Bremer Brücke los im ersten Durchgang. Eine eher mittelmäßige Zweitligapartie, weil der 1. FC Nürnberg vor allem nach vorne nicht wirklich viel zustande brachte, in der Defensive gut stand, den VfL Osnabrück verhindern konnte. Und es ging so weiter. Henning mit dem Ball ins Nirvana. Mühl läuft das dann ohne Probleme ab. 0:0, also bis in die Schlussphase. Wenn einer Mannschaft hier der Siegtreffer gelingen würde, dann doch eher dem VfL Osnabrück. Und sie kam nochmal. Multaub zu Engel. Amenido, Etienne Amenido, super Pass zu Reis. Aber der scheitert in der 89. Minute an Christian Matenia. War kein Abseits, unten rechts wurde es aufgehoben. Aber das war auch dann das Ende des Liedes. Der VfL Osnabrück hätte sich hier knapp durchsetzen können, verpasst es aber, den Treffer zu erzielen. Sie bleiben ungeschlagen. Der 1. FC Nürnberg erdümpelt unten weiter mit rum. Jo, das soll es dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.